Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kochkurs Seruim. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Schön, dass ihr gekommen seid. Schön, dass ihr später die Aufnahme anschaut auf www.jolmediatv.de. Es geht heute um den Käse. Ich weiß nicht, wer von uns gerne Käse isst oder früher gerne Käse gegessen hat. Wir werden eine ganze Reihe von verschiedenen Käsesorten ganz neu entdecken. Ja, wir werden Mozzarella machen und Feta machen und Parmesan und jetzt verrate ich noch nicht alles gleich sofort. Wird sehr, sehr spannend werden. Und in Vorbereitung habe ich mir überlegt, wir fangen ja jedes Mal mit einem Bibelvers an, weil wir wollen ja nicht einfach nur uns gesund ernähren, sondern wir glauben, dass Gott uns diesen Körper geschenkt hat und dass wir verantwortlich dafür sind. Und ich habe mich gefragt, gibt es in der Bibel irgendwo Käse? Und ja, ich habe einen Vers gefunden. In Hiob Kapitel 10, da spricht der Hiob davon, wie er geschaffen worden ist. Wir kennen ja viele Bibelstellen, wie beschrieben wird, wie der Mensch aus dem Ton gemacht wird. Und da gibt es einen interessanten Vers, ich lese das mal vor, in Hiob 10, da geht es vorher los in Vers 8. Deine Hände haben mich als Ganzes gebildet und rundum gestaltet. Vers 9, gedenke doch, dass du mich wie Ton gebildet hast. Und dann Vers 10, hast du mich nicht wie Milch hingegossen und wie Käse mich gerinnen lassen? Mit Haut und Fleisch mich bekleidet, mit Gebeinen und Sehnen mich durchwoben. Leben und Gnade hast du mir gewährt und deine Fürsorge bewahrte meinen Geist. Hiob hat seinen Körper verglichen mit Käse. Und warum er das getan hat, vielleicht kommen wir heute noch ein bisschen drauf. Interessant ist aber, dass der Käse, von dem hier die Rede ist, heute nicht im Mittelpunkt stehen wird, sondern wir werden über Käse sprechen, der pflanzlich ist. Also nicht der aus der Milch kommt, sondern aus ganz anderen Quellen. Vielleicht, wenn wir uns das überlegen, denken wir, Käse pflanzlich, das passt irgendwie nicht. An welchem Baum wächst dann Käse? In der Tat, wenn man sich pflanzlich ernähren möchte, mit Seruim, wenn man vegan leben möchte, dann ist das Problem vom Käse ein großes. Ja, es gibt Fleischersatz in Hülle und Fülle, es gibt Milchersatz in Hülle und Fülle. Aber als ich angefangen habe, vegan zu leben, da war das mit dem Käse so eine Sache. Ja, weil diese Konsistenz und diesen Geschmack wirklich herzustellen, ist gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir heute eine Spezialistin da, die Eniko Todt. Schön, dass du da bist. Sie kommt aus Graz, ursprünglich aus Ungarn. Ja? Und ich weiß nicht, ob Ungarn besonders berühmt ist für Käse. Eher denkt man ja an Griechenland oder Italien. Aber du hast heute viele Käsesorten mitgebracht, ja, die pflanzlich sind. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Womit denn wir anfangen heute? Wir werden mit einer Mozzarella anfangen. Und ich möchte schon ein bisschen über die Zutaten sprechen. Ja. Und während ich etwas aufkoche, ich werde dann ein bisschen noch erzählen, weil das dauert ein bisschen. Genau, also wir fangen erstmal mit dem ersten Rezept an und dann wirst du uns ein bisschen erzählen, genau, warum richtig. Überhaupt pflanzlicher Käse und so weiter und so fort. Ja. Es geht also um Mozzarella? Ja, Mozzarella. Mozzarella ist sehr beliebt. Vor allem in Italien. Ja, auch in Italien. Und auch bei uns war das sehr beliebt in der Familie. Ja. Und seit wir keine Käse essen, wir haben das ja irgendwie vermisst. Mhm. Und als ich ein Rezept gefunden habe, dann war ich sehr glücklich damit. Und die Kinder sind auch glücklich damit. Meine Tochter hat das gern gegessen. Aber jetzt mag sie keine echte Mozzarella mehr. Nur gut. Die. Also der Mozzarella, den wir machen, der kommt nicht vom Wasserbüffel oder von irgendwelchen anderen Rindern. Genau, sondern woher kommt dieser Mozzarella? Die Zutaten sind eigentlich hauptsächlich Mandeln und geschälte Mandeln. Man kann die auch so geschält kaufen, aber ich habe die selber geschält. Okay. So dass man muss man nur hat mit kochen. Dem, es ist günstiger dann, weil die geschälte sind ein bisschen teurer zu kaufen. Okay. Aber das ist eigentlich sehr einfach zu machen. Man muss das nur mit kochendem Wasser übergießen und dann kann man das von der Schale auspressen. Dann haben wir noch Agar-Agar und Maizena drinnen. Agar-Agar ist eine pflanzliche Geliermittel. Zum Andicken. Und, ja, genau. Wir haben Zitronensaft und Salz auch drinnen. Und ich werde dann anfangen, das Wasser mit Maizena und Agar-Agar aufkochen. Was war das andere? Agar-Agar und? Maizena, das ist Stärke, Maisstärke. Ah, okay. Ja, in Österreich sagt man Maizena. Das ist eigentlich, das heißt so. So, wenn man die Verpackung kauft, steht das so oben. Okay. Okay. Und das ist gibt es im Deutschen wichtig. Einen ähnlichen Begriff. Ja, kann sein. Das ist wichtig. Dass wir das ganz mit kaltem Wasser zusammenrühren, weil sonst
wird das klumpig und können wir das nicht mehr schön aufkochen. Gut. Und ich war auch eine große Käsefan früher. Ja, du auch? Ja. Aber dann, ich habe viele gebackene Käse gegessen und ich habe auch Pizza gern gegessen. Was war dein Lieblingskäse? Mein Lieblingskäse, das war Emmentaler. Ah, okay. Ich habe Emmentaler sehr gern gegessen, aber dass sie so diese Hartkäse sind, die schlimmsten. Ja, ja. Und kannst du vielleicht kurz erklären, vielleicht fragt sich ja der eine, warum müssen wir jetzt hier irgendwie pflanzliche Dinge zusammenrühren, wenn wir dann in den Supermarkt gehen können und einfach Käse kaufen können. Was ist dann vielleicht heutzutage nicht mehr am Käse so empfehlenswert, dass wir uns mehr dem pflanzlichen Käse zuwenden? So, wir wissen heute schon, dass die Milchprodukte so ungesund sind, weil wir hören das überall, dass Kalzium wichtig ist und das stimmt. Ja. Und Milch hat viel Kalzium, aber das Problem ist, dass Kalzium von Milch nicht gut aufgenommen wird. Und noch dazu, es löst von den Knochen noch Kalzium aus, weil es zu viel Phosphor enthält. Das heißt, anstatt die Knochen zu stärken, schwächt es eigentlich die Knochen. Genau, so die Leute, die viel Milch konsumieren, sie haben dann Osteoporosis zum Schluss. Ja. Und die Leute, die das nicht so gern gegessen haben, sie haben härtere Knochen, wenn also sie älter sind. Beispiel für Volksmissglauben sozusagen. Ja, ja, das genau. Volk glaubt, wir müssen einfach Milch trinken. Ja, ja, genau. Und bei der Käse ist es noch schlimmer. Und Käse, so bei der Käse ist es der Fall, dass alles, was die Bakterien nach einer Zeit übrig geblieben haben, das ist Käse. So, das ist nicht mehr verdaubar, heißt das. Weil wenn die Bakterien das nicht mehr sozusagen essen können, so unser Darm kann das auch nicht mehr aufnehmen. Und das stoppt alles und der Magen schließt sich ab und dann haben wir Probleme. Das heißt, wir können zusammenfassen, Käse ist das, was Bakterien für ungenießbar halten. Auch Bakterien. Ja. Und bei uns in der Familie, was ich noch erzählen möchte, wir haben viel Käse konsumiert. Und bis wir Kinder gehabt haben, wir haben nicht wirklich darauf gedacht, dass es ungesund ist. Ich war 13, als ich Vegetarier geworden bin mit meiner Mutter. Und das Problem, was wir gemacht haben, ist, was auch viele machen, so dass sie nicht mehr Gemüse und Nüsse gegessen haben. Einfach nur weggelassen das Fleisch. Ja, und viel mehr Milchprodukte gegessen. Ja. Und das war schlimm. Ja, ja, ja. Und ich habe auch Hautprobleme gehabt und von der Käse, weil es auch mit Hormonen und verschiedenen Medikamente, die Kühe gefüttert werden. Ja, ja. Das war dann ein Problem. Ja. Und mein Sohn hat eine sehr starke Neurodermitis gehabt. Ich habe nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich habe in der Stillzeit sehr viel Milch konsumiert, alles. Weil alles bläht, sagen die Leute. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich esse kein Fleisch, was soll ich dann essen? Das ist die Frage, die sich viele stellen, nicht wahr? Genau. Was isst du denn überhaupt noch? Bitte? Was isst du denn überhaupt noch? Ja, genau. Und dann habe ich viel Milch gegessen und mein Sohn hat eine starke Neurodermitis gehabt. Natürlich nicht jeder kriegt Neurodermitis, aber bei uns war das wahrscheinlich auch in der Familie. Ja. Und er war sehr betroffen und ich habe alles ausprobiert. Und als er 2 war, haben wir Käse weggelassen und nach ein paar Monaten haben schon die Veränderungen auf seiner Haut gesehen. Nach 2 Monaten sagst du? Ein paar Monaten, vielleicht 4, 5. Okay. Und das ist schon interessant, dass das Körper schon eine längere Zeit braucht, diese Schadstoffe auszuscheiden. Das heißt, selbst wenn man anfängt, sich gesund zu ernähren, muss man nicht erwarten, dass man über Nacht gleich topfit und gesund ist. Genau. Es hat lange gebraucht, um den Körper zu schädigen. Es braucht dann auch etwas Zeit, den Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Das stimmt schon. So langsam wird es heiß. Wir werden dann die verschiedenen Sachen zusammenmixen. Was wichtig ist, dass wir immer eine ganz starke Mixer haben. Es muss kein Thermomix sein. Ach, wunderbar. Wir können auch eine ganz normale. Ja. Was wichtig ist, dass der Drehzahl und Wattzahl hoch genug ist. Ja. So 700, 800 ist schon wichtig. Okay. Und wir werden das zusammenmixen, alles. Und ich werde das in 4 Wassergläser einfüllen. Und das kommt dann später ins Kühlschrank. Und nach ein paar Stunden ist es fest und wir können mit einem Messer das ganz leicht rausholen. Hat es noch genau dieselbe Konsistenz wie diese typische Mozzarella? Ja, nicht dieselbe, aber wenn man das mit Tomaten und Basilikum anrichtet. Ganz klassisch italienisch. Und das ist schwierig, weil mit Agar-Agar zu arbeiten, man muss wirklich genau sein. Okay. Und
Es kann auch unterschiedlich sein. Ja. Ich habe manchmal schon fast zu weich gehabt. Mhm. Ja, es schmeckt schon gut, nur es ist schwer zum Schneiden. Okay. Das heißt, man kann dann auch je nach Belieben ein bisschen dosieren und wenn man ein bisschen härter haben möchte. Ja, ein bisschen weicher. Okay. Ja, man muss damit auch ein bisschen experimentieren. Das ist ja das Schöne an diesen Rezepten, dass man auch ein bisschen frei ist, das ein bisschen zu gestalten, wie man möchte. Ja, und wenn jemand auch zum Beispiel verschiedene Kräuter hineintun möchte, so man hat dann eine freie Hand. Okay. Bei Agar-Agar ist es noch wichtig, wenn es aufgekocht wird, dass es nicht sofort vom Herd genommen wird, sondern ein paar Minuten, ein, zwei Minuten sollte das noch kochen. Okay. Weil dann wird es wirklich Agar-Agar wirkt viel besser. Es wird dann, dann gut und fest. Etwas fester. Ja, genau. Ja, ich habe auch Freundinnen gehabt und sie haben mir gesagt, es geht nicht, es funktioniert nicht bei mir. Es ist dann wie Joghurt. Okay. Und die haben das nicht beachtet dann? Ja. Okay. Und das ist dann wichtig. Ist es überhaupt erlaubt, diesen Käse Mozzarella zu nennen? Weil ich habe mal gelesen, dass manche dieser Käsesorten dann irgendwie von der EU fast wie so eine Art Markennamen bekommen haben, dass sie dann nur mit bestimmten Zutaten festgelegt werden und dürfen nur in einer bestimmten Region dann hergestellt werden. Also kriegen wir kein Problem, wenn wir das jetzt Mozzarella nennen? So zu Hause glaube ich nicht. Okay. Ich verkaufe das nicht und zu Hause kann man das auch Mozzarella nennen. Also wenn jemand damit ein Geschäft machen möchte, muss er vielleicht einen anderen Namen erfinden. Ja, oder so ein bisschen sich auskennen, wie das geht. Genau. Nicht Mozzarella, sondern Mozzarella. Oder Mozzarella mit den Mandeln oder so. Vegane. Mandarella, genau. Mandarella. Eine Geschäftsidee, Mandarella. Mandarella. Werden Sie reich mit Mandarella? Da muss man noch Tomaten anbauen und dann. Mandarella. Ja. So, es kocht dann jetzt. Okay. Und es hat so einen. Ein bisschen zähe Konsistenz. Mhm. Und wir müssen auch aufpassen, weil es kann sein, dass es schnell überläuft. Und deswegen ist es auch besser, so nicht die kleinste Topf nehmen, so nicht so viel wie die Inhalt, sondern ein bisschen größer. Okay, ich denke, dass es jetzt fertig ist. Und wir werden das dann in den Mixer gießen. Was wichtig ist, dass es wirklich sehr heiß ist. Ja. Weil sonst es wird fest und dann können wir damit nicht mehr arbeiten, weil wir haben nur so wie Gelee. Ja, ja. Das ist nicht mehr schön. Jetzt kommen die anderen Zutaten einfach da alle gleich mit hinein. Ja. Wir können dann alles die Mandeln. Wie viele Mandeln sind das? Die sind 1,5 Tassen. Du arbeitest mit Tassen. Das ist so ganz typisch amerikanisch. Ja, das ist eigentlich 240 Gramm. Okay. So eine Tasse ist 250 Milliliter. Weil ich habe öfter schon so Rezepte gesehen mit Tassen und dann fragt man sich, steht man vor dem Schrank, ist es jetzt eine kleine Tasse, eine große Tasse, ja? Eine dicke Tasse? Eigentlich die Originale ist 246, glaube ich. 246, das heißt für alle, die es ganz genau wissen wollen. Ja, aber 250 passt, es muss nicht sehr genau sein. Genau. So, Salz kommt noch dazu. Und es wird gut püriert, dass es ganz fein ist. So, ungefähr eine Minute ist schon wichtig zu pürieren. Und dann können wir sehen, wie die Konsistenz ist. Und wir können dann die Gläser abfüllen. Also farblich hat es ja schon eine Ähnlichkeit mit Mozzarella. Ja, das ist auch schon ein Vorteil. Wie ist das geschmacklich? Bitte? Wie ist das geschmacklich? Das Geschmack? Ja, wir können das später auch probieren. Wir werden das alles
testen. Nein, nicht süßlich. Das ist mit Zitronensaft ist das gemacht. Zitronensaft, Salz, so Mandeln ist nicht unbedingt süß. Also wie ein Mozzarella-Käse. Ja, ähnlich. Okay, genau. Ja, und natürlich, man darf nicht erwarten, dass man es Mozzarella isst. Das ist kein Mozzarella in dem Sinn. Das ist, ja. Es ist besser. Besser als Mozzarella. Ja, weil das gesünder ist. Deswegen ist es besser. Und die Wasserbüffel freuen sich, dass die Milch bei ihren Kindern bleibt. Genau, richtig. Und nicht in irgendwelchen Käse umgewandelt wird. So, jetzt kommen wir langsam. Das heißt, das ist erstmal soweit fertig, das muss jetzt nur noch stehen und... stehen. Knacken. Wenn es abgekühlt ist, dann ist Kühlschrank. Tun. Okay. Okay. Was kommt als nächstes? Das nächste ist... Mandelfeta, das ist eigentlich... Feta, das heißt, jetzt gehen wir von Italien nach Griechenland. Ja, nach Griechenland. Das war einer meiner Lieblingskäse vorher. Wir haben ja nicht nur Italiener hier, sondern auch Griechen. Ich denke, die werden gespannt sein, ob es an den wahren Feta heranreichen wird. So ganz ehrlich, ich habe das Rezept nicht lange. Und als ich das erste Mal das gekostet habe, ich habe schon keine Feta gegessen, aber als ich das erste Mal das probiert habe, ich dachte... Ich habe endlich mal etwas statt Feta und das schmeckt wirklich sehr gut. So, ich mag das, dieses Rezept sehr. Also, griechischer Hirtenkäse. Ja. Was brauchen wir dazu? Wir haben auch hier Mandeln. Und Mandeln, bei Mandeln ist es auch gut, dass es viel Energie liefert. Es hat auch sehr viel Eiweiß, was wichtig ist bei veganer Ernährung. Ja. Und es wird eigentlich ganz einfach gemacht. So, wir mixen alles zusammen. Also Mandeln. Mandeln. Dann kommt wieder Zitronensaft. Zitronensaft ist sehr wichtig. Das heißt im Prinzip so ähnlich wie das, was wir bei Mozzarella gemacht haben. Ja, ähnlich. Aber das wird gebacken. Gebacken, ah. Und ich werde das zeigen. Das hat eine... So, es ist eigentlich nicht viel Aufwand zu machen, aber das dauert lang in dem Sinn, dass es zuerst im Kühlschrank steht. Dann muss das gebacken werden, dann wieder ins Kühlschrank und dann... Kühlschrank, dann gebacken und wieder in den Kühlschrank. Ja. Das ist ja interessant. Aber das Rezept ist jetzt nicht direkt aus Griechenland. Nein. Wo hast du das her? Ich habe das im Internet gefunden. Im Internet? Das war auf Englisch, so. Ich weiß jetzt nicht, woher das eigentlich kommt, weil es gibt schon einige Länder, die Englisch sprechen. Ja. Und es kommt Olivenöl noch hinein. Ah, okay. Ein bisschen Wasser habe ich noch. Griechische Note quasi. Ja. Dann kommt noch zwei Knoblauch, was ich jetzt hineinpresse. Wir haben zu Hause oft Gäste und die waren auch davon begeistert. So die Leute, die eigentlich nicht vegan sind. Okay. Und dann haben sie gesagt, ja, das schmeckt schon gut. Das ist so das eigentliche Kriterium. War für mich ein Zeichen. Das war für mich ein Zeichen, dass es ein gutes Rezept ist. So, wir müssen das jetzt mixen. Und bevor ich das mixe, ich zeige, wie das vorbereitet wird. Ich werde das hier... zeigen. Ich brauche dafür ein Sieb. Es kann auch eine kleinere sein, es muss nicht so groß sein. Und eine dünne Tuch. Und es wird dann in diesem Tuch hineingegeben, so wenn ich das zusammen püriert habe. Und was ist dann der spezifische Grund dafür? Es bekommt die Form dadurch. Okay, aber nur für die Form. Es muss dann zusammengebunden im Kühlschrank stehen und dann wird es fester und dann wird es so gebacken. Okay, aber... Okay. Ja? Ja, okay.
meiner Meinung nach schmeckt es ganz anders wie Mozzarella, obwohl es fast ähnliche Zutaten hat, aber auch wegen Knoblauch und die Art und Weise, wie man das vorbereitet, ja, der Geschmack ändert sich. So, ich... Hat auch schon ein bisschen andere Konsistenz. Ja, so du siehst, das ist so wie Topfen fast. Mhm. Topfen, ja, das Topfen, was ist das mal? Quark. Ja, Quark. Quark, ja. Immer diese österreichischen Worte. Gut. Und jetzt, wir werden das in dieses Tuch hineinlöffeln oder so hineintun. Wie lange muss das denn im Kühlschrank verweilen? Ein paar Stunden oder eine Nacht lang. Zum Beispiel, wenn man das am Abend macht, kann man in der Früh das backen und am Abend, so vielleicht bis am Abend, kommt das noch ins Kühlschrank und kann man schon am Abend so ein Brot genießen. Man muss rechtzeitig anfangen mit der Vorbereitung. Genau, man muss das schon ein bisschen vorbereiten. Es geht nicht sofort. Das heißt, wir hoffen, du hast schon was vorbereitet, damit wir heute den auch gerne noch genießen können. Ja, genau, ich habe schon zwei vorbereitet. Wunderbar. Weil es wieder ein bisschen lang, bis morgen hier zu sein, wollen ja das kosten zu können. So lange hier behalten. Okay. So, ich löffle das. Ich tue das mit dem Löffel hinein. So. Wir können das auch langsam. Und es sollte, oder es kann, dass es ein paar Tropfen rauskommt. Ich habe schon gehabt, dass es nichts rausgekommen ist, aber das Hauptpunkt ist, dass es fester wird im Kühlschrank. Okay. Und wenn es dann fertig ist, ich öffne das, ja, es ist ein bisschen feucht, und ich muss das umdrehen, dass das schöne glatte Fläche oben ist und dann so backen. Ah, okay. Und dann 40 Minuten lang backt man auf 180 Grad. Und dann wieder zurück in den... Ja, genau, und wieder ins Kühlschrank, wenn es ein bisschen so nicht mehr so heiß ist. Ja. Okay. So, damit sind wir jetzt fertig. Gut. Und das wird dann ins Kühlschrank getan. Und der nächste ist dann Schnittkäse. Schnittkäse. Danke. Oh, der ist ja schon fertig. Ja. Entschuldigung, ich brauche noch. Ich muss auch dazu etwas aufkochen. Ich erzähle das schnell, wie das Rezept ist. Wir haben hier andere Zutaten. So, das ist nicht mit Mandeln, sondern mit Cashew. Ah, könnte man auch Mandeln nehmen? Ich habe das noch nicht ausprobiert. Okay. Ja, ich denke, das würde auch funktionieren. Das ist dann Käse. Kann man den auch auf eine Pizza drauf tun? Ja, und man kann die auch reiben und ich möchte das zeigen, dass man die auch reiben kann. Ja, vielleicht zeige ich jetzt am Anfang, weil wie man das reibt, das... Haben wir eine Käsereibe? Ja, ich habe die Käsereibe hier. Und einen kleinen Teller brauche ich bitte. Ach so, danke. Und was ich in dem Käse mag, dass er schmilzt. Okay, das heißt, wenn man ihn auf die Pizza... Man kann auf dem Pizza nicht wirklich so wie Käse, aber auch schon. Ich mag sehr gern diese Käsetoast in dieser Maschine. Ja. Und dort schmilzt es wirklich wie Käse. So, es rinnt auch an der Seite. Also Sandwich-Toaster. So. Ja, Sandwich-Toaster. Fantastisch. Ja, und ich kann das auch reiben. So. Ich liebe Sandwich-Toaster.
So auch grob und auch fein. Und ich habe das auch schon auf Pizza probiert. Und nur aufs Brot kann man das auch nur als Scheiben tun. Ja, das ist schon, für mich war das auch eine Überzeugung. Wow. So, hier verwenden wir auch zuerst Wasser mit Agar-Agar. Und hier brauchen wir viel Agar-Agar. Also Agar-Agar ist quasi unser Casein sozusagen. Genau, ja, richtig. Das ist eine gute Frage. Die Frage wird gestellt, woraus besteht Agar-Agar? Agar-Agar, das ist eine Alge. Eine Alge? Ja, Alge. Also eine. Und das wird statt, auch Gelatine, auch in Torten oder so verwendet. Kann man für viele Dinge verwenden. Ja, genau. Diese Festigkeit zu erzeugen. Genau. So, Agar-Agar wird dann mit dem Wasser zusammengerührt. Das ist 3 Esslöffel, also das ist schon viel. Okay, soll ja auch fest werden. Es sollte fest werden. Ja. Und ich werde dann in der Zwischenzeit schon alles vorbereiten. Ich habe Gewürze, ich habe rote Paprika hier, ich habe Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und Salz. Mhm. Ist das Paprikapulver dann auch dafür verantwortlich, dass es so ein bisschen Farbe kriegt? Bisschen genau. Ja, und ich habe auch gegrillte Paprika. Gegrillte Paprika? Ja. Oha. Das werden wir auch dazugeben. Wenn man keine gegrillte Paprika hat, kann man auch frische verwenden. Nur der Vorteil ist, dass es weicher ist und besser zu mixen ist. Hefeflocken kommen noch hinein. Die verstärken den Geschmack einfach so ein bisschen. Ja, und die sind sehr gute B-Vitaminquellen. Ah. Nur außer B12. Ja, das berühmte. Genau. So außer B12 haben wir eigentlich fast alle Vitamin B-Sorten drinnen. Und Cashew enthält viel Magnesium. Und eigentlich, was ich gelesen habe in der letzten Zeit, was mich auch ein bisschen geschockt hat, dass fast jeder Magnesiummangel hat. Tatsächlich. Und Cashew hat viel Magnesium. Das heißt, wenn man viel Cashew isst, dann entkommt man dem. Ja. Und was ich auch bei diesen Rezepten bemerkt habe, so alle Nüsse enthalten sehr viel B-Vitamin-Sorten. Und heutzutage, und B-Vitamin ist für die Nerven sehr wichtig. Ja. Und heutzutage haben die Menschen, viele Menschen, so Nervenkrankheiten oder so, haben Stress oder Depressionen. So Burnout und genau. Das heißt, Nüsse und sind das Mittel. Nüsse sind sehr wichtig. Man muss eigentlich nur noch die Nuss finden, die Vitamin B12 hat. Bitte? Man muss nur noch die Nuss finden, die Vitamin B12 hat. Genau. Dann, was interessant ist, dass, vielleicht wenn wir nicht alles waschen würden, wir hätten auch genügend, aber leider unsere Umwelt ist schon so verschmutzt, dass es nicht mehr möglich ist. Ja. So, es kocht jetzt schon. Wir tun noch schnell Zitronensaft. Und wir brauchen noch Wasser. Wir haben auch hier Wasser drinnen. Mhm. Aber das sollte nicht aufgekocht sein. Wir gießen das noch hinein. Und wir geben dann diese. Das ist schon sehr, sehr zäh. Mhm. Das ist so wie ein Pudding fast. Und hier müssen wir wirklich schnell arbeiten. Okay, da kommt es jetzt auf die Zeit drauf an. Ja. Es ist schon ein bisschen eine kleine Wissenschaft, so Käse herzustellen. Ja, so man muss das schon ein bisschen probieren vorher. Oder das ist gut, wenn man das einmal sieht, wie das gemacht wird. Und dann geht das viel schneller. Und so, das wird dazugegeben. Und jetzt wird das schnell püriert. Ich brauche nur die und eine kleine. Wo ist die Deckel vom Thermomix? Schnell. Danke.
Und jetzt wird das zusammen püriert. Wenn es fertig ist, wir nehmen eine Frischhaltefolie und einen Brotkastenform. Und wir legen das hinein. Und diese Masse kommt dann in diese Folie hinein. Festhalten, oder? Bitte? Ja, danke. Das sollte ganz unten sein, dass die Käse diese Form nimmt. Ja, das nimmt ihr dann den. Das passt schon, es muss. Muss ein bisschen genauso. Ja? Na, es passt schon jetzt. Danke. Ich vermute, der wird wahrscheinlich auch dann in den Kühlschrank gehen. Ja, so wenn es nicht mehr so heiß ist, ein bisschen abgekühlt ist. Für wie lange? Eigentlich, ich denke, 2-3 Stunden reichen schon okay. Im Kühlschrank. Es wird wegen dem viel Agar-Agar ist schon halbfest. Es ist ja fast halbfest jetzt. Und man merkt, ja, nach ein paar Minuten oder 10, 15 Minuten wird das schon feste sein. Und dann... Wir nehmen das raus und wir können das schon schneiden und verwenden. Schneiden, ja, genau. Würfeln, was auch immer. Ja. Das war der Schnittkäse? Das war der Schnittkäse. Wunderbar. Was machen wir als nächstes? Das nächste ist Parmesan, glaube ich. Parmesan. Da wird wieder gerieben. Nein, es kommt noch Cashew-Schmelzkäse kommt vorher. Ah, der Cashew-Schmelzkäse. Ja, okay. Wir warten mit dem Parmesan noch ein bisschen. Ja, wir warten mit dem ein bisschen. Dann kommt Cashew-Schmelzkäse. Diesen Schmelzkäse habe ich auch für Pizzen verwendet. Ah, die. Bitte? Kann man auf die Pizza drauf tun? Ja, kann man auf die Pizza drauf tun und auf Lasagne. Sieht der Schnittkäse auch zu fehlen? Der Schnittkäse im Toast schon, so in dieser Käsetoast mit dem. Also wenn man die zwei Platten. Ich verstehe das, ja dort schon. Aber im Backofen wird das nicht so wie Käse, so ja. Zum Beispiel auf der Pizza oben. Ja, ja. Es ist nicht so einfach. Casein ist schon Casein. Gut. Also wir machen die. Was ich noch vor der Cashew-Schmelzkäse zeigen möchte, ich werde eine andere Käse zeigen, eine Käsesoße. Und ich bin von dieser Käsesoße sehr überzeugt. Eine Käsesoße? Ja, eine Käsesoße. Das ist eigentlich für Nudeln, für Lasagne habe ich das auch verwendet. Und hier sind die Zutaten keine Nüsse, sondern Karotten und Kartoffeln. Ah. Und als ich das erste Mal gelesen habe, ich habe gedacht, gut, Kartoffeln, Karotten, was kann das sein? Aber als ich das gemacht habe, ich habe gedacht, das ist wirklich wie Käsesoße. Und wir werden das, so die meine Helferinnen, sie werden das kochen jetzt. Okay. Und dann, wir machen das später. Es ist schon aufgeschnitten. Also einfach aufgeschnitten Kartoffeln und Karotten. Und wir brauchen hier so 2 Tassen Kartoffeln und 1 Tasse Karotten. Das wird aufgekocht. Und dann kommen noch die anderen Zutaten später dazu. Okay, also freuen wir uns schon auf die Soße. Ja, so bitte die dann kochen. Danke. Und jetzt kommt endlich mal die Cashew-Käse. Cashew-Schmelzkäse kommt.
Das Rezept habe ich aus Weimar. Aus Weimar? Ja, das ist ein Gesundheitsinstitut und ich durfte dort sein. Und wunderschöner Ort. Ja, ich war schon da gewesen. Anschauen alles, wie sie so gut kochen. Und das werden wir auf einen Pizza schmecken. Es gibt heute können. Pizza. Ja, so wir haben die Käsesorten werden mit verschiedenen Speisen vorbereitet. So, wir werden das nicht wir werden nur also so nicht nur Käse essen heute. Nicht nur, aber ja schon. Genau. Weil das schmeckt schon anders. Ja. Oder ja. So, wir essen auch Käsesoße, nicht nur so. Wunderbar. So, die Zutaten sind hier wieder. Cashewkerne. Deswegen heißt der Cashew? Ja, genau. Wir haben wieder Hefeflocken, wir haben Maizena, wir haben Salz und Knoblauch und Zwiebelpulver. Gibt es auch wieder Agar-Agar? Nein, wir haben jetzt diese Maizena. Ach so, Maizena, ja. Genau. Und am Anfang, so wir werden zuerst die Cashew mit ein bisschen Wasser pürieren. Wir brauchen hier, glaube ich, 2 Tassen, aber wir nehmen nur ein bisschen davon, weil dann wird es feiner. Okay. Danke. Und dann wir tun alles noch dazu, alle anderen Zutaten und wir werden die zusammen mixen. Zitronensaft und noch gegrillte Paprika haben wir wieder. Und wir werden die dann aufkochen. Ein Kochlöffel bitte. Danke. Maizena bindet nicht so stark. Wie Agar-Agar. Deswegen wird es ein bisschen flüssiger dann. Ja, es wird flüssiger. Es muss nicht unbedingt Paprika hineingegeben werden. Ich habe das schon auch einmal mit Zwiebel gemacht, okay. Dass du ja dann weißt. Und mit Zwiebel hat das auch einen sehr, sehr guten Geschmack. Kann man statt Maizena auch Mondamin nehmen? Bitte? Kann man statt Maizena auch Mondamin nehmen? Ich kenne Mondamin nicht. Wahrscheinlich. Ich habe damit noch nicht so gearbeitet. Ich habe immer darauf geachtet, dass es mal so Maisstärke wird. Ja. Wahrscheinlich. Danke. Danke. Und das wird jetzt aufgekocht. Apropos Stärke, wusstest du, dass es noch eine andere Geschichte gibt in der Bibel, wo Käse vorkommt? Ja, bei David. Bei David, ganz genau. Alle kennen die Geschichte von David, von seiner Stärke, nicht wahr? Als er den Goliath besiegt hat. Aber wenige wissen, dass er zum Goliath gekommen ist, weil er ein Käsekurier war, nicht wahr? Und 10 Stück Käse dorthin gebracht hat zu der Armee. Ja. Und fand ich ganz interessant, das mal gelesen zu haben. Ja.
Also Käse ist eigentlich etwas, was es schon seit Menschengedenken gegessen worden ist. Und damals war der richtige Käse auch noch weitaus gesünder als heute, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich auch wegen dieser vielen Zusatzstoffe, was wir noch heute haben. So, eigentlich wird das aufgekocht und dann kann man das schon verwenden sofort. Okay. So, das braucht nicht so viel Zeit wie andere Käse. Muss nicht in den Kühlschrank rein oder so? Nein. Ah, okay. Und wenn es auch zu fest ist oder man hat das Gefühl, na, das ist schon zu fest, dann kann man einfach ein bisschen Wasser dazugeben und so ein bisschen verdünnen. So, dieser Käse ist auch fertig und jetzt kommt Parmesan. Langsam. Und den füllen wir einfach jetzt irgendwie ab, oder? Ja, wir können das auch. Oder? In einem Behälter. Das ist es. Ja. Und das können wir dann später kosten. Womit isst man das? Essen wir das heute? Das wird mit auf der Pizza. Auf die Pizza? Ah, ja. Ja, wahrscheinlich müssen wir auch noch ein bisschen Wasser dazugeben, weil das ist auch ein bisschen fester geworden jetzt. Mhm. Aber das ist kein Problem. Wollen wir doch die Pizza? Ein bisschen Wasser dann aufdünnen, bitte. Ja. Und so auf die Pizza, weil das ist ein bisschen fest. Hm? Ja, es kommt auf die Pizza. Jetzt kommt der Parmesan. Jetzt kommt der Parmesan. Da freuen sich unsere Italiener. Parmesan kommt wohl aus Parma, richtig? Obwohl, ich habe auch gelesen, es gibt eine Stadt in der Nähe von Parma, die behauptet, sie haben es zuerst erfunden. Aber das stört uns weniger. Wir machen ohnehin einen ganz anderen Parmesan. Ja. Und der ist dann auch, den kann man auch genauso reiben dann wie den... Es ist schon gerieben. Ist schon, ach, wird schon es wird gerieben. Es, wird also, es ist schon, wenn es fertig ist, wie geriebene. Ah, okay, das heißt, es wird gar nicht so ein fester Parmesan, nein, den man erst reiben muss. Genau, sondern also, es ist schon... so eine geriebene Parmesan. Ah, und man kann das eigentlich auch lang, so es ist eine größere Menge, ja, und wir können das auch länger in einer Dose halten, aufbewahren. Okay. Man macht immer mal wieder Nudeln. Ja. Oder zum Passt Beispiel du. auf Entschuldigung. Ja? Auf Salat tun wir zu Hause das auch gern. Mhm. Auch wegen die Nährstoffe, die drinnen sind. So, Sesam stärkt auch das Nervensystem und hat auch gute Lecithin drinnen und viele ungesättigte Fettsäuren. Und das ist ganz einfach, wir müssen ungeschälter Sesam, so ungeschälter. Ist das noch mehr Nährstoffe in der Schale, oder? Ja, okay. Und auch das Geschmack ist anders. Okay. So, das Geschmack ist stärker ein bisschen und das wird geröstet. Und auch Sonnenblumenkerne werden geröstet. Mhm. Und wir werden das auch ganz fein mixen. Und hier kommt auch ganz viel so Hefeflocken hinein. Dann Knoblauch und Zwiebelpulver. Und ein bisschen Suppengewürz. Suppengewürz? Ja. Obwohl wir keine Suppe machen. Bitte? Obwohl wir keine Suppe machen. Ja, wir machen keine Suppe, aber es gibt einen guten Geschmack. Für den Geschmack, okay. Ja. Suppengewürz. Und wir werden das jetzt auch mixen.
und ist schon fertig. Und das war's? Ja. Das war mit Abstand der schnellste Käse. Und vielleicht, wenn du das riechst. Mm. Schon gut, oder? Gut, ja. Ich kann das ja mal mitnehmen. Ja. Wenn du möchtest. Und den streut man dann einfach. Ja, das kann man streuen. Super. Womit ist der gewürzt? Bitte? Womit ist der gewürzt? Ja, mit Zwiebel, Knoblauch gehabt. Und dann die Suppen, das Suppengewürz. Und Hefeflocken. Hefeflocken, die das ja. verstärken. So Hefeflocken geben auch so einen Käsegeschmack für die vegane Käsesorten. So, also der erste Parmesan, den man gar nicht erst reiben muss, der schon gerieben genau, richtig. Aus der Herstellung kommt. Ja. Das ist immer ein echter Vorteil. So, das können wir dann später auf der Pizza probieren und wir haben dann auch genug, wenn das möchte, kann auch mit dem Löffel noch dann probieren. Dazu probieren, sehr gut. So, das kommt auf die Pizza, das ist Parmesan. Thermomix. Was kommt jetzt? Wir werden jetzt noch Pesto machen. Ah. Mit Basilikum oder? Mit Basilikum und ich habe auch dieses Rezept deswegen gewählt. Das ist keine Käse, aber im Pesto ist viel Käse. Oder nicht viel, aber Käse. Normaler ja, genau. Man kann Käse schon drin. Was finden ohne Käse, aber. In der Regel hat es ein bisschen ja, Käse. Ja, genau. Dabei. Und das ist sehr, sehr gesund. Wir machen das mit Pinienkerne und mit Walnüsse. Pinienkerne ist ja das, was original auch in der. In der Pesto drin ist. Mit Bärlauch? Ja, man könnte das auch mit Bärlauch probieren. So wenn, Bärlauch entgiftet ja den Körper. Wenn es Erntezeit ist, auf jeden Fall. Thermomix. Na, ich brauche eine Topf. Ich brauche noch die Basilikum. Dankeschön. Haben wir schon die Nüsse geröstet, auch die Pinienkerne und die Walnüsse. Mhm. Und ich empfehle das getrennt zu rösten, weil so wegen der Größe. Ja. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir, wenn wir fertig sind, sofort von der heißen Pfanne nehmen, weil in ein paar Sekunden können sie schon zu braun sein und schon ungenießbar sein. Ist das Timing alles? Ja, richtig. Wir verwenden noch dazu Olivenöl. Auch ganz original. Ja, dann Zitronensaft und Salz. Okay. Und wir. Ist das Jodsalz? Das ist Himalaya-Salz jetzt. Es gibt immer so diese Debatte, was das beste Salz ist, nicht wahr? Ja. Himalaya-Salz ist schon ziemlich gut, oder? Bitte? Ja. Himalaya-Salz. Genau. So, wir haben die Nüsse in den Topf gegeben. Dann kommt noch Olivenöl hinein und Salz. Und ganz wenig Zitronensaft. Okay. Wir müssen auf den Basilikum ein bisschen warten, aber nicht, weil es erst geerntet wird. Wird nicht erst geerntet, okay. Sondern weil es vom Gefrierschrank kommt. Okay. So ich verwende jetzt dazu gefrorene. Ja. Man kann natürlich auch frische nehmen, wenn man so viel hat. Wir brauchen hier 100 Gramm. 100 Gramm so nicht Basilikum. Wenig. Ja, ja und ein Vorschlag, so das ist eine größere Menge. Und wenn man das nicht auf einmal verwendet, man kann in diese Behälter tun, wo man Eiswürfeln einfriert. Ja. Und man macht dann davon so Pesto-Würfel. Pesto-Eiswürfel quasi. Ja, und wenn wir das brauchen, wir nehmen das vom Gefrierschrank und wir können das aufwärmen. Und dann hat man wieder Pesto. Genau. Interessant. So, das habe ich auch zu Hause gemacht, und weil manchmal bleibt ein bisschen übrig und dass es nicht kaputt geht. Ja.
Wie viel ist das? Das sind jetzt 3 Packungen. 3, okay. Da so, jetzt kommt auch Basilikum hinein. Und auch bei Basilikum müssen wir darauf achten, dass es wirklich jetzt sofort vom Gefrierschrank kommt, weil sonst wird es braun und dann ist es nicht mehr schön. Soll ja eine grüne Pesto werden. Ja, nicht eine braune. Nicht mehr so. Man könnte das gleiche Rezept auch für rote Pesto da nehmen. Ja, wahrscheinlich auch mit Paprika. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber... Trockene Tomaten wahrscheinlich. Mhm. Achso, ja, getrocknete Tomaten. Man kann das schon variieren. So, das wird wieder püriert. So, das verwenden wir sehr oft. Den Mixer. Also ohne Mixer kein Käse. Ohne Mixer kein Käse. Und haben wir dann die Pesto? Dann haben wir eine Pesto. Brauchst du zum... Ja, eine kleine Schüssel vielleicht. Kleine Schüssel. Danke. Reicht das? Ja, danke schön. Und diese Pesto hat auch so eine... Pesto-ähnliche Konsistenz. Und wegen die Nüsse ist es ein bisschen heller. Hm. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und das werden wir heute mit Spaghetti essen. Wow, das ist ja wirklich selten so ein Serum im Kochkurs gehabt. Pizza, Spaghetti. Es gibt noch ein paar Spezialitäten, die verrate ich noch nicht. Ja, weil Käse ist eigentlich mit Nudeln, Spaghetti. Ja, alles, was das Herz begehrt, nicht wahr? Schön, dass man das auch pflanzlich realisieren kann. Ja. Und jetzt werden wir diese Käsesoße. Jetzt kommt die Käsesoße. Machen. Die Karotten und die Kartoffeln. So, die sind schon gekocht. Und wir müssen das auch noch pürieren. Mhm. Und dann werden wir sehen, das hat schon eine Konsistenz, was zieht. So, die also, Käsesoße. Ähnlich, ja. Ganz feine, fein wird das nicht, aber so, wenn man das isst, es hat einen sehr guten Geschmack. Schön. Thermomix, bitte. Okay. Und dazu brauchen wir auch noch Hefeflocken, ein bisschen Zitronensaft, Wasser, Olivenöl und wieder Knoblauch, Zwiebeln und Salz. Eigentlich die oftmals Zutaten. Die gleichen ja, genau. Und es ist auch interessant, dass es schon so anders wird. Ja. So jede, so wenn wir das essen, dann werden wir sehen, das schaut nicht alle ähnlich aus. Ja, schmeckt anders. Sondern, ja? Sieht anders aus. Danke. So, wir haben hier die gekochte Kartoffeln und Karotten. Ich habe das einmal so gemacht, so wie bei einem Kochkurs. Wir haben ganz frische Kartoffeln gehabt. Mhm.
Und es hat so viel Wasser enthalten, dass es fast zu dünn war. Ja. So, wir müssen dann aufpassen mit diese neue Kartoffeln. Ja, frische Kartoffeln, ja. Ja, so im Mai oder Juni. So mehlig ist besser, aber wenn eigentlich jeder funktioniert, weil wir das pürieren. Achso, der Mixer wird mit allen fertig. Genau. Aber mehliger ist besser. So, wir tun dann Zitronensaft und so Zitronensaft war ganz wenig drinnen und Wasser dazu. Dann kommen die Gewürze und Olivenöl. So Olivenöl ist schon so nicht wenig. So okay. Wenn man das ein bisschen weniger mit weniger Fetten haben möchte, kann man auch das reduzieren und stattdessen auch Wasser nehmen. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand abnehmen möchte oder so. Hm. Ja. Soll ja ab und zu vorkommen, dass jemand das möchte. Und das wird fein püriert. Haben wir schon die Käsesoße. Käsesoße, ja. Sieht gut aus. Ja. Hm. Riecht gut. Es ist schon ein bisschen Käse-Richtung, ja, ja. Oder? Ja, ja. So, das werden wir dann mit Nudeln essen. Nur die Käsesoße für die Nudeln. Und jetzt zum Schluss. Jetzt kommt der Höhepunkt. Ja, im Thermomix brauche ich noch, bitte. Es ist die schmutzige, achso, das ist schon die neue, oh, wow. Ihr seid schnell. Was, das hier? Jetzt haben wir so viele verschiedene Käsesorten gehabt und Käsebeilagen, was machen wir jetzt? Das wird eine Käsetorte sein mit Blaubeeren. Eine Käsetorte? Ja, wir können das vielleicht hier. Und dann jetzt werde ich die verschiedene. Schweres Geschütz aufgefahren hier. Bitte? Schon gut. Okay, diese Käse brauchen wir nicht mehr. Okay, passt schon, danke. Wir brauchen dazu Mandeln und Cashew. Mhm. Es wird in drei Schritten vorbereitet. In drei Schritten? Ja, weil wir haben einen Boden, wir haben die Käse und wir haben eine Glasur. Oh, wow. Oben. Also richtig so eine Torte es ist eine mit allem drum und dran. Ja, genau. Wo ist am meisten Vitamin B enthalten? Am meisten Vitamin B? Ja. So Hefeflocken ist schon... Hefe. So Hefeflocken haben sehr viel Vitamin B-Sorten. Und Mandeln? Mandeln haben auch. Ich weiß jetzt nicht, wo die meisten drinnen sind. So, ich muss das auch auf eine Tabelle anschauen. Ich bin auch leider kein Computer, aber es wird ja schön. Ja, so Hefeflocken haben sehr viel. Und sie haben fast alle, außer B12. Okay, so die Torte wird so vorbereitet. Unten der Boden ist von eingeweichten Mandeln und Datteln gemacht. Mhm. Ich werde das mixen. Es soll ein bisschen grob sein, ja, nicht sehr fein. Und unten, dass es dann nicht hineinklebt, wenn wir das rausnehmen, kommt ein bisschen Kokosraspeln hinein. Okay. So, das ist dann unten auf der Tortenboden. Wir werden dann jetzt die eingeweichten Mandeln mixen. Es muss schon 6-7 Stunden lang eingeweicht werden, so eine Nacht lang, ja, ist das schön. Und das werden wir zusammen mit den Datteln mixen und das wird der Boden sein. W-
wir haben schon eine Torte fertig, weil das braucht auch ein bisschen Zeit, weil das ist wie eine Eistorte. Ah, okay. Und das ist Rohkost, das ist dann nichts gekocht bei diesem Rezept. Aber wir hoffen, dass die meisten sich an der Pizza satt essen, dass die Torte dann für uns bleibt. Das ist der Teig dann jetzt. Ja, das ist der Teig. Relativ grob? Ja, relativ grob. Danke. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht zu hart gedrückt wird auf dem Boden, sondern ein bisschen locker bleibt. So luftiger wird dann. Und jetzt können das mit der Hand so ein bisschen hinein. Irgendwas müssen wir verteilen. Ja, genau, verteilen. Und schon ein bisschen hineindrücken, aber nicht zu fest. Warum darf es nicht zu fest sein? Weil dann ist der Boden zu fest. Und dann? Dann ist es nicht mehr so. Nicht so schön. Nicht so wie ein Teig. Okay. Weil das ist schon, es sollte so ein, wie eine Torte sein, genau. Statt Teig. Es hat schon viel Kalorien, diese Torte, aber eigentlich andere Torten haben viel Kalorien. Genau. Aber das hat dann gut dazu lassen. Kann man mit einigermaßen gutem Gewissen dann essen. Genau. Nicht unbedingt am Abend, aber... Und vielleicht nicht dreimal am Tag. Ja. Und im Gefrierschrank können wir das länger aufbewahren. Woher kommen die da denn? Bitte? Kommen die aus Afrika? Oder das Rezept? Nee, die Datteln. Also die Datteln, das weiß ich leider nicht, welche Datteln die waren. Die gibt es überall mit in der... So, wir haben dann den Boden. Und jetzt kommt... Diese Thermomix habt ihr. Jetzt kommt quasi die Käseschicht um drüber. Ja? Also die Käse. Okay, danke. Schicht. Und wir verwenden dazu dann die eingeweichte Cashewnüsse. Und das muss wirklich lang gemixt werden, dass es ganz, ganz fein wird. Dass man das gar nicht erkannt, dass es... Das ist mal eigentlich mal Nüsse, genau. Waren, kein Käse. Richtig. Danke. Ich habe den Deckel da. Und ich habe die Cashews im Wasser gelassen, weil ohne Wasser werden die dann bald braun. Ja. Und ich wollte das nicht. Es ist dann schön, schön hell und so. Das Auge isst ja auch ein bisschen mit. Auf jeden Fall. Und die sind jetzt sehr weich. Wie lange sind die eingeweicht gewesen? Auch so mehrere Stunden? So die brauchen nicht mehr so viel. So 3 Stunden reichen. Stunden. Aber wenn wir beide über Nacht einweichen lassen, das ist auch kein Problem. Ja. Dann sind sie noch weicher. So. Wir haben hier jetzt 3 Tassen Cashewnüsse. Und hier kommt noch sehr viel Zitronensaft hinein, 3/4 Tasse. Dann kommt Honig? Ja, Honig, aber
dieser Honig kommt noch zum Schluss. Ah, okay. Auf den Glasur. Es kommt noch Honig hinein. Zum speziellen Honig oder einfach ganz normalen Honig? Ganz normalen. Das ist. Und man kann auch Agavensirup nehmen. Ja. So, meine Freundin hat Allergie, Honigallergie. Honigallergie? Ja, ich habe das auch früher nicht gehört, aber sie hat das. Und deswegen, wir haben für sie dann mit Agavendicksaft gemacht. Ja, ja. Was nicht alles gibt. Und wir haben Kokosöl drinnen. Das ist auch roh. Jetzt ist es flüssig, weil es wirklich warm ist. Kokosöl. Das ist kein Kokosfett. Nicht, was im Kühlregal im Geschäft findet, sondern das ist in Glas. Und weil wir so heiß haben jetzt, ist es so flüssig. Aber zum Beispiel im Winter ist das ein bisschen fester und weiß. Okay. Gegen Allergien gibt es die Immun.de. Wir haben dann Meersalz und Vanille, was wir dazugeben. Und jetzt wird lang püriert. Oh. Es wäre zu klein gewesen. Richtig zusammenbauen. Nur der Deckel. Wie lange hast du jetzt das püriert? Ich habe jetzt nur 1,5 Minuten, aber weil die Cashews so weich waren, die sind schon. Aber sonst müssen wir vielleicht ein bisschen länger dann. Ja, zu Hause so, man muss das schauen und das hält auch immer vom Mixer ab, wie lang. So, jetzt gießen wir das auf die Torte, also auf den Boden eigentlich. Mhm. Wow. Noch einmal Thermomix das letzte Mal. Danke. Danke. Und wir machen das schön glatt. Und was kommt jetzt da oben als Glasur drauf? Zu oben kommen Blaubeeren. Blaubeeren. Mit ein bisschen Honig. Und ich habe jetzt noch Wasser dass es ein bisschen flüssiger wird. Aber man kann auch Apfelsaft oder Orangensaft verwenden. Okay. Danke. Wir brauchen nur ein bisschen Honig zum Süßen. Und hier können wir auch Agavendicksaft verwenden. Und wir mixen das. So, die hat eine schöne Farbe. Wow.
Und wenn man, schöner Kontrast zum Käse. Ja, und wenn die Kinder das essen, das ist ganz witzig, dann haben sie das rundherum, den Mund. Wir haben muss das man auch auf die Sachen aufpassen, ja? Ja. Wir haben das auch einmal so gehabt, ich habe das zu Hause vorbereitet und dann die Nachbarn haben gesehen, ja, was haben sie gegessen? Und dann ich habe sie erzählt und ich habe ein Stück meiner Nachbarin gegeben. Mhm. Und dann wollte sie eine ganze Torte haben. Hi. Dann habe ich für sie auch eine vorbereiten müssen. Das war wirklich schön für sie so gut. So, jetzt gießen wir diese. Eine starke, kräftige Farbe, ne? Ja. Schön. Was hast du denn zu streichen? Ein Löffel würde ich noch ein bitte Löffel gerne den, haben. Den nehmen wir uns. Ja, wenn es. Ja, danke. Hattest du für die Füllung, damit es fest wird, etwas reingetan? Nein, es wird ins Gefrierschrank gegeben. Und eigentlich nach 4-5 Stunden ist der Konsistenz perfekt. Zum Beispiel, wenn man Gäste hat und das in der Früh vorbereitet, ja, dann ist es zum Mittag das Beste. Okay. Weil sonst muss man, wenn man das länger im Gefrierschrank hat, muss man das 1-2 Stunden früher rausnehmen. Oder aussägen. Nicht unbedingt, ja, aber das ist nicht so fein. Ja. Gut, so das war eigentlich. Das war jetzt sozusagen die Krönung? Ja. Die und Torte. Die kommt in den Gefrierschrank und wir essen dann die, die aus dem Gefrierschrank herauskommt. Ja, genau. Genau. Wunderbar. Ich denke, wir haben eine ganze Menge gelernt und sind jetzt schon freudig gespannt auf die Kostprobe. Wir danken dir auf jeden Fall schon mal für diese wirklich wunderbaren Einsichten in die Welt des Käses. Jenseits der traditionellen, nicht besonders gesunden Käsesorten. Und ich würde vorschlagen, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich brauchen Sie noch 1-2 Minuten, um das vorzubereiten, aber vielleicht können wir hier das schon abschließen gemeinsam, vielleicht auch mit einem Gebet, ein Tischgebet dann auch für das Essen und danke dir für das, was du uns gezeigt hast. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für das, was wir lernen durften, was wir sehen durften und vor allem auch das, was wir jetzt essen dürfen. Wir danken dir, dass du eine solche Vielfalt uns geschenkt hast und dass du möchtest, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir klug und schön sind und dass das Essen dazu einen Beitrag leisten kann. Wir möchten dich bitten, dass du das Essen jetzt segnest und dass wir auch darüber nachdenken, wie sehr du uns wunderbar gemacht hast und wie wir mit unserem Leben dich verherrlichen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.